Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue und heute geht's nach Spanien. Wir machen Calamares Bocadillo. Die kann man mit wenig Zutaten machen, die kann man aber auch frisch machen mit mehreren Zutaten. Ich werde alles frisch machen. Ich verrate euch aber auch, was ihr nur kaufen müsst, wenn ihr das einfach mal probieren wollt, wie es schmeckt. Was ist überhaupt Calamares Bocadillo? Das ist ein Streetfood aus Spanien mit Calamares logischerweise, frittierten Calamares im Sandwich drin. Und da gibt es eigentlich viele Zutaten, noch eine Soße, dann ist es sogar schon fertig. Ich mache noch ein bisschen Salat dazu, ein bisschen Gurke dazu, ein bisschen Zwiebel dazu und natürlich mache ich die Soße selber. Ihr könnt natürlich alles weglassen, wirklich nur frittierte Calamares kaufen, die zubereiten nach Packungsanleitung und dazu eine gekaufte Aioli kaufen. Ich will es so ein bisschen schärfer haben, ich will es frischer haben, ich mache meine Aioli selber, natürlich ohne Ei, wir machen ja eine spanische Version. Ich will es auch ein bisschen schärfer machen, das heißt, einen Teil davon werde ich abnehmen und werde dann mit Sriracha das Ganze schärfen. Aber das seht ihr, wenn wir jetzt anfangen. Und damit fangen wir nämlich auch gleich an mit Aioli selber machen. So, es gibt verschiedene Aiolis, Aioli mit Ei und Aioli ohne Ei. In Spanien macht man es ohne Ei. Und deswegen bereite ich die mir einfach mal zu. Das heißt, ich gebe ein bisschen Vorsprung den Knoblauch. Ich schneide den schon mal so ein bisschen fein klein. Aber nur fein aufschneiden. Dann habe ich hier Rapsöl, da kommt das Ganze rein. Dann kommt noch ein Spritzer Zitrone hinzu, ein bisschen Salz, Pfeffer, Dijon-Senf. So, das wird erstmal verarbeitet. Achtet dabei, dass ihr ein Gefäß habt, was schmal ist, dass dann der Stabmixer gerade so reinpasst. So, und dann habt ihr hier schon mal eine dickflüssige Knoblauchcreme. Und da kommt jetzt ein bisschen Milch hinzu, die sollte so handwarm sein. Und jetzt muss ich das Ganze noch verbinden. Also wieder durchziehen. Und langsam nach oben ziehen. Und schon ist er fertig. Schaut euch an, wie schön cremig die geworden ist. Und geschmacklich Bombe. Die fülle ich jetzt ab. Erstmal die Hälfte raus in ein Gefäß. Dann habe ich eine normale Aioli habe. Und dann gebe ich ein bisschen Sriracha dazu, je nach Geschmack, wie ich es gerne hätte. Zieh das nochmal hoch und schon habe ich eine Sriracha Aioli und die kommt natürlich ins andere Gefäß. Ja, und ihr seht, die Aioli ist schön dickflüssig, die zerläuft nicht, so soll sie sein. Ihr seht, wie schnell und einfach das geht, geht genauso schnell wie eine Mayonnaise und man hat eine frische, richtig leckere Aioli. Man kann es anpassen mit Knoblauch, wie viel man haben möchte, mehr oder weniger, man kann es anpassen mit den Gewürzen, die man haben möchte, ein bisschen mehr Zitrone oder sonst was, man hat einfach mehr Möglichkeiten. Und deswegen mache ich sowas immer gerne selber, weil es kostet echt keine Zeit. Und die ist wirklich wie eine gekaufte, genauso dickflüssig. Mega. So, im nächsten Schritt machen wir die Tintenfischringe fertig. Wie gesagt, ihr könnt welche kaufen und die nach Packungsbeilage zubereiten. Ich brauche natürlich Mehl, ich brauche Eier, ich brauche Paniermehl, ich habe Panko-Mehl. Um so eine kleine Mehlstraße zu haben, die werden dann frittiert. Das muss ich noch machen. Aber dafür habe ich auch wieder frische Tintenfischringe in der Größe, wie ich sie gerne hätte. Und die schneide ich mir gleich nochmal kurz zurecht, damit ich auch wirklich Ringe habe. So, es ist nicht viel Aufwand, wirklich nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt auch kaufen. Ansonsten habe ich noch halt ein bisschen Salat, Tomate und Zwiebelringe kommen auch noch drauf. Und dann zusammen mit der Aioli habe ich ein richtig geiles Sandwich. Ach ja, Sandwich. Da habe ich hier wieder mein Löwenbaguette genommen. Das mit Salz und Pfeffer, das hat schon mal ordentlich Geschmack. Das riecht geil. Genau das Sandwich mache ich heute. So, das Ei muss natürlich noch verquirlt werden. Das habe ich noch nicht getan. Das machen wir mal schnell. Und dann sind wir bereit, das Ganze zu panieren. Das heißt, einmal die Calamari in Ringe schneiden. Das geht ja recht schnell. Nehmt ein scharfes Messer, dann schneidet ihr die ganz einfach durch. So, und dann nehmt ihr mal ein bisschen was von den Calamari. Schön mehlen. Ins Ei rein. Einmal durchs Ei durchziehen. Dann ins Panko-Paniermehl. Da nochmal schön durchziehen, damit überall was dran ist. Und schon habt ihr panierte Calamari. Ja, das war schon. Das waren die Vorbereitungen. Jetzt muss man natürlich nachgucken, ist das Öl schon heiß? Ich habe hier so einen kleinen Krümel. Guck mal. Oh, es brutzelt herrlich. Ich habe hier meine Reiseherdplatte. Der Grill ist mittig eingeheizt. Dann kann ich das Sandwich noch so ein bisschen anrösten. Ein paar Rostaromen will ich schon dran haben. Ja, und dann werden wir es mal frittieren. Ich mache das Ganze in zwei Schritten. Und wie ihr seht, seht ihr nichts.
Ja, nach kurzer Zeit sind die schon richtig schön knusprig und fertig. Also, raus damit. So, wollen wir mal schauen, ob die auch wirklich was geworden sind? Nehmen wir mal einfach ein und probieren. Heiß und lecker. Stehe ich drauf. Mega. So, jetzt heißt es für mich nur noch kurz anrösten. So, und dann sind wir schon beim Zusammenbau. Das heißt, ich gebe unten Salat drauf. Ein bisschen Tomaten. Dann kommt unten weißer Aioli drauf. Dann kommen die Calamari drauf. Nochmal ein paar Tropfen Zitrone. Jetzt noch was von der Shiraza Aioli. Und da ist es mein Calamari Bucatello. Mega, oder? Ja, dann wollen wir mal schauen, ob es so schmeckt, wie ich es mir vorstelle. Also ich liebe ja Tintenfisch und gerade so ein Sandfisch. Ist mega für mich. Mega. Also die Zitrone hat nochmal einen Kick gegeben. Man hat diesen Aioli-Geschmack, der richtig gut kommt. Den normalen Aioli, den scharfen Aioli, super geil zusammen. Mega geil, mega einfach. Also, ihr braucht eigentlich nicht viele Zutaten. Ihr braucht im Prinzip, wenn ihr es ganz einfach haben wollt, ein Sandwich, frittierte Calamari und ein Aioli. Habt ihr das fertig. Wenn ihr es richtig lecker haben wollt, dann macht das so, wie ich das mache. Mit frischen Zutaten, ein bisschen Salat, ein bisschen Gurke, ein bisschen Zwiebel dazu. Es ergänzt das Ganze nochmal richtig und gibt noch so richtig geilen Kick dazu. Unbedingt ausprobieren. Richtig leckeres Sandwich, kann ich euch nur sagen. Macht es nach, total einfach. Ich musste ein bisschen warten, bis ich mache, weil in meiner Familie ist tatsächlich keiner außer mir Calamari. Ich weiß nicht warum. Weil das ist wirklich lecker. Probiert es aus. Ja, das war schon wieder. Das war mein spanisches Rezept. Damit ist die Woche rum. Ich muss jetzt leider essen gehen. Für euch heißt es wieder. Ihr habt dann weitere spanische Videos. Ihr habt dann noch ein Video. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, hier oben kostenlos Abo abschließen, Glocke aktivieren. Alle Rezepte, auch das wieder bei mir im Blog. Ja, und das war's. Ich bin raus. Ihr wart bei Dad's Barbecue, Dad's Barbecue. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.